Und wir wollen die Lage in der Ukraine weiter einordnen. Bei uns im Studio ist jetzt der ehemalige General Roland Carter. Herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schönen guten Tag. Wir wollen auf diese Gegenoffensive der Ukraine schauen. Wir hören von immensen Geländegewinnen der ukrainischen Armee. Wie schätzen Sie das Ganze ein? Und vor allem, wie optimistisch sind Sie jetzt, auch wenn wir in die Zukunft blicken, auf diese Gegenangriffe? Also zunächst mal finde ich das eine ganz großartige Operation, die den ukrainischen Streitkräften da gelungen ist. Sie haben ja, und wir haben mehrfach darüber berichtet, seit Tagen, seit Wochen eine große Offensive angekündigt im Raum Cherson. Dann haben sie irgendwann eine Operation dort gestartet, haben taktische Erfolge erzielt. Und plötzlich, out of the blue, kommt diese große, wirklich Offensive im Raum Charkiw. Und die hat nicht nur die Russen überrascht, ich glaube, die hat auch viele in der freien Welt überrascht. Vor allen Dingen, wie sie das vorgetragen haben. Und da muss man sagen, da wird dann schon ganz deutlich, dass die ukrainischen Soldaten hervorragend ausgebildet sind. Und das seit Jahren, ja auch mit Hilfe unserer amerikanischen Freunde und unserer englischen Freunde. Und das wird ganz deutlich. Es hat sich nämlich gezeigt, dass sie anders als von vielen, auch von mir gedacht, das Gefecht der verbundenen Waffen, also das Zusammenspiel zwischen Infanterie, Panzern, Artillerie, heutzutage Drohnen, Pioniere, Luftwaffe, dass sie das doch beherrschen. Und zwar in einem Maße, wie es die russischen Soldaten überrascht hat. Ich muss auf der anderen Seite sagen, ich bin zutiefst erschrocken über das russische Verhalten. Warum? Einfach, weil diese Offensive, wie sie in Charkiw stattgefunden hat und wie sie noch stattfindet, die erfordert eine lange Vorbereitungszeit. Sie erfordert einen Aufmarsch. Sie erfordert eine Konzentration der Kräfte. Sie erfordert eine ganz beispiellose Logistik. Das muss vorbereitet werden. Es müssen Munitionsdepots angelegt werden. Und ich frage mich, wo ist die russische Aufklärung? Das ist doch, das sieht man doch, das sieht man mit bloßem Auge in der Landschaft. Und da frage ich mich, wie konnte das angehen? Ich freue mich für die Ukraine, denn das ist letztendlich das Fazit. Es hat die Moral der russischen Streitkräfte in einem Maße gestärkt, dass sie jetzt kaum noch aufzuhalten sind. Und andererseits hören und lesen wir, dass die Russen wie die Hasen weglaufen. Man darf sich aber nicht vertun. Sie fragten nach der Zukunft. Ich bin nicht sicher, dass dies die strategische Wende ist. Ich glaube, das sind taktische Erfolge, möglicherweise, was den Raum anbelangt, auch operative Erfolge. Aber ich bin sicher, es wird eine russische Reaktion folgen. Die Frage ist nur, wann? Und die Frage ist, wo. Insofern ist das Spiel noch nicht zu Ende. Allerdings zurzeit mit einem Momentum für die ukrainischen Streitkräfte, dass ich nur hoffen kann, dass es so auch weitergeht. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.